Hallo zusammen, willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr eure Apps organisieren könnt, wie ihr Ordner erstellen könnt mit verschiedenen Apps und die hin und her bewegen könnt. Wir wollen jetzt als erstes einmal eine App aus unserem Menü hier auf unseren Homebildschirm holen und wir sagen einmal Lieferando halten und bewegen das dann und dann können wir das hier einfach durch die Gegend schieben und dann da fallen lassen, wo wir das haben wollen. Wenn wir jetzt Apps in einen Ordner packen wollen, dann halten wir auch wieder, können das so hin und her bewegen und ziehen das dann einfach über eine andere App und haben dann hier diesen App-Ordner. Hier könnt ihr auch einmal den Namen bearbeiten. Wir sagen jetzt einfach mal Hi und dann ist das unser Ordner. Da können wir jetzt auch noch ganz viele andere Apps reinziehen. Und wenn wir dann wieder einen Apps rausnehmen wollen, dann auch gedrückt halten und einfach rausziehen. Jetzt haben wir hier noch zwei Apps drin. Wenn wir jetzt die eine auch rausziehen, dann verschwindet dieser Ordner ganz automatisch. Ihr braucht nämlich mindestens zwei Apps, um halt so einen Ordner zu erstellen. Und wenn da nur noch eine drin ist, dann verschwindet dieser Ordner ganz automatisch. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt diesen Ordner habt, wir machen da nochmal eben schnell ein, könnt ihr den natürlich auch halten und dann hin und her ziehen und durch die Gegend schieben. Ihr könnt das natürlich auch auf eine andere Seite ziehen, wenn ihr da einfach an dieser Seite einen Moment ausharrt. Und dann könnt ihr das einfach da fallen lassen, wo ihr das haben möchtet. Das ist also, wie ihr die Apps auf eurem Motorola Moto G23 organisieren könnt. Ich hoffe, es hat euch geholfen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!